DF3-Fahrer, Sie müssen doch aufpassen. Praktikant! Jo Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen LS19 Video hier auf der Map Falkberg. Wir sind gerade im Südhafen mit dem Praktikanten und einem BF3-Fahrer. Und heute haben wir die Aufgabe von der Polizei bekommen. Beziehungsweise ich arbeite ja bei der Polizei. Und hier Bauhof Weber hat den Auftrag, diese Riesenjacht zum Nordhafen zu bringen. So. Die soll dann von dort aus irgendwie, ja, verschifft werden. Wohin jetzt genau, das weiß ich nicht, weil ich bin nur der Polizist. Aber wir müssen jetzt warten, bis 20 Uhr ist, weil ab 20 Uhr haben wir die Genehmigung, hier dann auch zu fahren. Ich begleite mit unserem 3er BMW, den ihr euch übrigens auf feuerwehrmods.de herunterladen könnt. Die Mods, die wir hier verwenden, die Map, die gibt es so öffentlich, die Falkberg dann den Polizeiwagen hier, den gibt es auch öffentlich. Zetros gibt es auf baustellenmods.de, den Trailer gibt es auf baustellenmods.de und das BF3, so wie ihr es hier sehen könnt, ist leider privat, aber es kommt demnächst für euch noch ein eigens kreiertes BF3 raus. Wird cool. So, dann warten wir einfach mal, bis 20 Uhr ist. Eine Ewigkeit später. So, Freunde, 20 Uhr ist es jetzt laut meiner Uhr und wir fahren dann jetzt einfach mal los. Der Verkehr sollte jetzt schon weniger sein und dann sage ich mal kurz dem Praktikanten Bescheid. Herr Praktikant, Sie wissen Bescheid, heute ohne Unfall, weil die Yacht, die Sie da hinten drauf haben, die kostet schon ein paar Euros. Ich verstehe sowieso nicht, warum Sie schon wieder vom Baufeberchef eingeplant wurden, aber gut. So, BF3-Fahrer, passen Sie einfach auf, dass der Praktikant keinen Blödsinn macht. Gut. So, also das ist schon ein Riesenteil. Warte mal, funktioniert die Beleuchtung ordnungsgemäß? Gucken wir mal kurz. Ja, das sieht schon mal gut aus. Perfekt. Super, hier sieht es auch gut aus. Alles klar. Gut, dann laufen wir jetzt einmal zu unserem Polizeifahrzeug und fahren dann jetzt auch Richtung Hafen. Zum anderen Hafen. Über Landstraße. Ich würde vorschlagen, wir fahren mit 30 Stundenkilometern, weil das ist halt schon ein etwas größeres Fahrzeug. So, okay. Ich mach mal kurz hier alles an. Blaulicht und Gefahr. So. Mach auch mal ein Tempomat hier rein. So, okay. Ich denke, das sollte passen. Ja, sieht auch gut aus. So, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das gebe ich mal kurz per Funk an den Praktikanten und an den BF3-Fahrer durch. Sie haben natürlich die Möglichkeit, jetzt auch hier in der Mitte der Fahrbahn zu fahren, ne? Hier geht es auf jeden Fall. So, Freunde. Die Kolonne rollt und bisher sieht es ganz gut aus. Die Verkehrslage ist wirklich optimal. Können auch mal kurz hier Fernlicht anmachen, dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Hier mit dem Praktikanten und dem BF3-Fahrer läuft auch alles ganz gut. Das sieht schon mal sehr gut aus. Hier ist auch alles soweit zu. Wir haben noch einen Kollegen von der Autobahnmeisterei, der ist schon kurz vorm Zielort. Der passt dort auf, dass dort keiner auf die Autobahn drauf fährt, sobald wir da jetzt gleich vorbeifahren, weil wir brauchen den kompletten Platz, die komplette Ausfahrt und Auffahrt, sag ich mal. Dann passt das auf jeden Fall. So, machen wir die Geschwindigkeit mal kurz auf 35 km/h hier. Oh, da hinten sind schon Autos unterwegs. Mensch, was ist das denn für eine Truppe da hinten? Das ist aber echt viel. Das für ein Dorf? Wow. Alright. So, hier passt auch noch alles. Sehr gut. Die erste Hürde ist jetzt tatsächlich dieser Kreisverkehr. Versuchen Sie bitte, sich hier durchzuzwängen. Also jetzt nicht unbedingt irgendwas kaputt machen, ne? So, oh, Moment. Wir lassen das Auto nochmal kurz hier durch. Ich stelle mich mal eben hier hin. Und Sie fahren dann bitte die zweite Ausfahrt raus. So, bisher sieht es ganz gut aus. Okay. Sehr löblich. Oh, Moment, da kommt noch ein Auto. Ja, Sie brauchen doch nicht hupen. Sie sehen doch, hier ist ein Schwertransport. So, okay. Wir fahren einmal hier raus. So, und überholen den mal eben. Gut. So, dann fahren wir jetzt hier weiter geradeaus. Und kommen jetzt gleich hier schon auf die Autobahn. Also tatsächlich wundert es mich, dass der Praktikant noch keine größeren Schäden verursacht hat, weil der Bauhof Weber-Chef, der
hat gesagt, dass der Transport heute sogar extra nochmal doppelt versichert wurde. Lass uns mal hier links fahren. Ich bin gespannt, wie das gehandelt wird, weil das ist schon eine Kurve, die ist mit so einem Schwertransport nicht ganz so einfach zu bewältigen. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt klappt. Da muss ein bisschen rangiert werden. Aber ich glaube, das sollte klappen. Ja, gut aus. Leitplanke ist auch noch ganz perfekt. So. Ach, der Typ fährt sogar auch auf die Autobahn, der eben gehupt hat. Ja, witzig. So, dann schauen wir mal eben, dass wir jetzt auch hier drauf kommen. So, machen wir mal kurz hier zu. Da die Geschwindigkeit in der Stadt jetzt hier auf der Stadtautobahn nicht ganz so hoch ist, ist das natürlich auch okay. Der Praktikant gerade die Leitplanke gerammt. Wer hupt denn hier schon wieder? Hier hupen wieder mehrere Leute. So. Okay. Dann fahren wir einmal kurz hier dran vorbei. Das Überholverbot herrscht ja hier weiterhin. Was macht der denn? Ist der das macht man doch nicht. Ist der denn noch ganz bei Trost? Was passiert denn hier? BF3-Fahrer, Sie müssen doch aufpassen. Praktikant! Noch immer, ist nicht Ihr Ernst, ne? Was haben Sie denn jetzt hier gemacht? Ach nein. Also aussteigen. So. Was machen wir denn jetzt hier? Also erstens, warum ist hier ein Auto zwischen? Zweitens, warum sind Sie denn hier noch zwischen? Ey, die Autofahrer, die sind ja auch meist echt crazy drauf. Ja, da können wir jetzt gerade so nichts machen. Hm. Ich hole mal kurz den Kollegen. Ne, da können wir... Den müssen wir so stehen lassen. Da müssen wir hinterher mal gucken, wie wir es machen. So, wir haben ja hier noch ein Zivilfahrzeug. Das fährt dann mal kurz eben auf die Gegenfahrbahn. Wir drehen da hinten. Weil wir müssen dann definitiv die Spur sperren, weil sonst, wenn ein Auto reinfährt, das wäre nicht so schön. Meine Güte, ey. Also da muss ich tatsächlich mal sagen, war der Praktikant jetzt nicht ganz so schuld dran. Ist zwar meistens schuld, aber hierbei war tatsächlich der Autofahrer schuld, der jetzt für diesen Unfall gesorgt hat. Also echt unfassbar, wie verantwortungslos dieser Autofahrer da unterwegs ist. Oh Mann. Wir brauchen nur ein Horn. Das ist das Unschöne bei Simple IC. Man muss immer so ein bisschen aufpassen. So, jetzt geht's. So, komm, mach mal Platz hier. So, machen wir mal kurz Heckwarner an. Weil ihr seht es schon hier, ne? Das funktioniert so nicht. Das kann einfach nicht funktionieren. Eieieiei. Also, ja gut, Freunde. Da können wir leider den Transport nicht weitermachen, weil, wie ihr sehen könnt, kommen wir jetzt hier so erstmal nicht raus. Also, jetzt muss hier noch eine Spezialfirma anrücken. Ist ja jetzt... Ich wollte schon sagen, es sah ja so aus, als wäre der ins BF3 gefahren. Aber zum Glück nicht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall eine Spezialfirma dafür anfordern. Das kann Tage dauern, den hier irgendwie wieder frei zu bekommen. Boah, ey, drei komplette Spuren, ja. Wird der Tunnel dann komplett gesperrt und eine Umleitung muss her. Weil hier muss erstmal die Leitplanke entfernt werden. Dann kann man zumindest den Trailer bergen. Und ja, hier muss man auch die Leitplanke wegschneiden. Dann kann man auch den Zetros hier rausfahren. Ist ja zum Glück ein Fahrzeug, was auf jeden Fall ja, gut geländefähig ist. Gut, Freunde. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hätte gerne den Schwertransport natürlich komplett durchgeführt, aber der Autofahrer und der Praktikant und BF3-Fahrer hätten ja ein bisschen mehr aufpassen können. Aber das passiert halt mal, ne? BF3-Fahrer hier müssen demnächst mal mehr aufpassen. Also, es war schon gut, dass der Bauweber-Boss hier die
Versicherungsgebühren nochmal deutlich verdoppelt hat hierfür, ne? Dass er die doppelt bezahlt hat, weil damit konnte man eigentlich schon rechnen. Das ist doch mal wieder typisch. Freunde, wenn ihr einen zweiten Teil hiervon möchtet, wie wir unter anderem das Fahrzeug bergen und dann den Schwertransport weiterführen, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Dann können wir gerne einen zweiten Teil mit BF3-Fahrer und dem Praktikanten drehen. Eigentlich heißt es, hinter die Schutzleitplanke und jetzt nicht hier noch eine weitere Straßenseite blockieren, ne? Weil wir haben hier schon großen Stau, weil ich auch nicht verstehe, dass die Autos nicht einfach mal hier vorbeifahren ganz langsam. Aber gut, ne, alles Gaffer. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video eine Bewertung. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Dann verpasst ihr auch kein neues Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin, euer Benny.